Während mich die S-Bahn zum Flughafen bringt, denke ich an meinen Nachbarn Laurin Sanfors, der wegen sogenannter psychischer Probleme bereits das zweite Jahr unaufhörlich den Rasen mäht. Ich will nicht mit einer betäubenden Tätigkeit enden. Ich will nicht meinen Lebensfrust in einer Gartenecke abreagieren, in die Welt abstruser Comichelden gleiten, bis ich selber zu einem Mund mutiere oder all meine Lebensunmut auf eine menschliche Zielscheibe verlagert, die es zu vernichten galt als Lebensziel. Vielleicht habe ich mich einfach zu intensiv in meine Nachbarschaft hineingedacht, ihren Spleens, Ticks und Abnormitäten eine Tür zu meinem Denken geöffnet, die ich besser nie aufgemacht hätte. Aber hört man deshalb eine Stimme oder sieht Clowns? Ich verwerfe den Gedanken sofort wieder. Die S-Bahn hält am Flughafen, Koffer werden herausgehievt, Rucksäcke umgeschnallt, Thermosflaschen noch schnell geleert. Ich reise nur mit einem Handgepäck. Angesichts des Hotelgutscheines werde ich mir besser eine Zahnbürste kaufen. Ich trete in die großzügig angelegte Eingangshalle des Hotels, eine wenig geschmackvolle marmorne Stiege mit goldenem Geländer schlängelt sich in die erste Etage. Rechts davon reihen sich mehrere Portierlogen. Links ein Infotisch mit Handzetteln, um den sich eine Horde in Trainingsanzügen scharrt. Ich überlege, ob sich hier die Gewinner der Lotterie versammelt haben. Die schwarz bis grau verwaschenen Sportanzüge unterscheiden sich nur durch die breite Aufschrift des Landes auf dem Rücken. Ich fühle mich dort nicht angehörig und reihe mich in der Warteschlange bei der Rezeption ein. Ich bekomme ein Zimmer und den Ablaufplan des morgigen Rosenmontagszugs. Dazu zwei eingeschweißte Plastiktaschen und ich betrete das Zimmer. Brauner Teppichboden, ein üppig mit glänzendem Stoff umhülltes Bett, Schreibtisch, TV-Schirm und Polstermöbel, farblich abgestimmt zum Boden. Eine Pappkarte steht auf dem Schreibtisch. Die Initialen Groß S. Groß O. Groß H. wünschen mir einen lustigen Aufenthalt. Ich rätsele. Den Namen der Lotteriegesellschaft habe ich schon vergessen. S. O. H. war es aber nicht. Wahrscheinlich ist damit der Hotelmanager gemeint. Ich öffne die Tasche, ziehe eine Pappnase, eine Plastikbrille mit eingefassten Augen, eine bunt glitzernde Kopfbedeckung, neofarbenes Glitzergewand mit passenden grellen Turnschuhen in meiner Größe hervor. Und in der anderen Tasche befindet sich ausschließlich schwarzes Gewand, schwarze Turnschuhe und eine schwarze Plastikrose. Ich fühle mich beobachtet, wie komplett gescannt. Ich habe sehr kleine Füße, eine Kindergröße. Woher weiß das die Lotteriegesellschaft? Der Körperscanner am Flughafen könnte gehackt worden sein, mich vermessen und das Ergebnis übertragen haben. Ich streife aus purer Neugierde das Kostüm über. Alles liegt körpereng an, zu eng für mein Empfinden. Aber das ist wohl der Sinn des Karnevals, Lachen über sich und seine aus der postfaktischen Norm ragenden Form. Unzulänglichkeiten betonen, statt zu kaschieren. Ich gehe ins Bad. Neben dem Waschbecken stehen diverse grellbunte Utensilien zum Schminken, Malstifte und kleine Töpfe mit grellen Tönen, blauer, grüner und pinken Farbe. Durch die Tür im Vorzimmer sehe ich mein Ganzkörperspiegelbild und muss den Kopf über mich selber schütteln. Ich kann mir nicht beantworten, warum ich in diesem Hotelzimmer bin, gekleidet als grellbunter Luftballon, schwitzend im Plastikgewand, schmerzende Schläfen durch einbohrende Brillenbügel. Gleich platze ich mit einem lauten Knall, das an mir klebende Gewand fällt in Fetzen zu Boden. Schnell reiße ich mir den engen Polyesterüberzug vom Körper, stopfe alles hektisch in den Plastiksack und schaue mit dem veralteten Handy nach dem nächsten Flug zurück. Eine Eilmeldung überdeckt die Webseite des Flughafens. Aufgrund eines Streiks des Bodenpersonals werden die Flughäfen der Umgebung heute und morgen nicht mehr betrieben.
Bitte wenden Sie sich an Ihre Fluggesellschaft unter Servicenummer. Ich fluche. Die Servicenummer ist natürlich den ganzen Tag über belegt. Mit dem Zug werde ich zwar den ganzen Tag unterwegs sein, doch komme ich wenigstens von hier weg. Die nächste Eilmeldung piepst auf meinem Display. Wegen einer Terrorwarnung ist der Hauptbahnhof evakuiert worden. Der Zugverkehr ist für heute und morgen eingestellt. Angrenzende Städte sind auch betroffen. Züge werden umgeleitet oder auf anderen Bahnhöfen abgestellt, da man weitere Attentäter in den Zügen vermutet. Bliebe noch ein Leihwagen. Ich habe den Stand einer Autovermietung im Hotel gesehen. Ich renne zum Lift. Auf dem Hotelflur joggen Sportler, Judoka, dampfend und nach Schweiß stinkend an mir vorbei. Es handelt sich um die France. Ich habe den Lift erreicht. Slowakia prallt fast gegen mich. Die Judo-Delegation der Slowakei beansprucht den rechten Flügel des Hotelgangs für Aufwärmübungen. Ich stehe ewig vor diesen Aufzügen, kann Nederland aber ausweichen, da die Türen des Lifts sich endlich öffnen. Die freundliche Dame der Autovermietung macht mir keine Hoffnung. Es ist kein Auto mehr verfügbar. Auch die Konkurrenz habe schon nachgefragt. Darüber hinaus sei die gesamte Innenstadt bereits abgesperrt wegen des Rosenmontagszuges. Und jetzt auch noch die Angst vor einem Anschlag. Es gibt kein Entrinnen. Ich bin mit den Narren, diesem Hoppeditz und einer Trainingsanzugdelegation Europas eingeschlossen in irgendeiner Stadt mitten in Deutschland mit einem nicht mehr zellophanierten Narren und einem zellophanierten Büßergewand. Entmutigt lasse ich die Schlüsselkarte wieder in meine Hosentasche gleiten, beschwöre eine in mir ruhende, aber zurzeit nicht aktive journalistische Neugierde und beschließe, mich meinem Schicksal zu fügen und diesen Umzug morgen anzuschauen. Erschöpft schlafe ich auf dem Hotelbett ein. Um dem Frohsinn exzessiv frönen zu können, wurden die Fassaden der Geschäfte verbarrikadiert. Straßenabsperrungen meterweit davor aufgestellt, Holzwände verkleiden jedes gläserne Schaufenster, Uniformierte warten an jeder Kreuzung. Das Lachen wird abgeschirmt, unter Aufsicht gehalten, Musikfetzen dröhnen herüber, Menschen in Ganzkörperkostümen, der Auftritt als wildes Raubtier ist selbst gebastelt mit Pappmaché-Kopf oder einer Strumpfhose über dem Kopf. Man hat sich in übergroße rosafarbene Barbie-Kartons als ebensolche Puppen verpackt oder diverse Politiker-Antlitze imitiert. Sektflaschen werden geschwenkt. Kinder als Teekannen, Plüschbären, Märchenfiguren oder Storvers-Imitate mitgeschleift. Ich stehe bis zur gelben Linie am Straßenrand. Eine Polizistin kontrolliert die Linie und bittet die bunte Schar zurückzutreten. Der Zug zieht mit großem Getöse in Schrittgeschwindigkeit vorbei. Jeder Wagen schallt in voller Lautstärke einen anderen deutschen Schlager. Einfache Rhythmen, noch simplere Texte, gerne auch altbewährtes umgedichtet. Dazu wird zum Schreien aufgefordert, wieder und wieder, Wagen für Wagen. Die Menge grölt artig, hello, bis zur Heiserkeit und wird dafür mit Bonbons, Plastikbällen und Werbeprodukten beworfen. Ein jeder schreit einfache Phrasen oder Worte nach Leibeskräften. Auf Wagen folgen Fußtruppen, Kapellen mit weit ausschlagenden Trommeln, Posaunen oder tanzenden, dickbeinigen Frauen in spitzen verzierten Minijöcken. Jede Formation, jede Kapelle trägt das Logo eines Sport-, gemeinnützigen oder sozialen Vereins. An der dunkelblauen Uniform der Polizistin heften ein Plüschbär, eine Tulpe und eine rote Pappnase. Billiges Konfekt ragt aus der Uniformtasche und eine Plastikbanane wird ihr in die Gesäßtasche geschoben. Während sie unaufhörlich von links nach rechts und von rechts nach links die Menge hinter die Linie komplimentiert.
Ich stehe hinter der Linie. Als einziges Wesen weit und breit rangiere ich im Faschingsgrad noch hinter der Polizistin. Mir fehlt Lametta, gemustertes Fell, Schweinskopf, Pfeile oder Eier zum Umhängen. Ich trage keine Strumpfhose mit gefüllten Luftballons auf dem Kopf. Ich habe mir nicht mal ein Herz auf die Wange gemalt. Ich bin ein aus dem grauen Alltag gesandter Fremdkörper inmitten der dem Frohsinn frönenden Schar. Einer, dem Bonbons gegen das Brillenglas knallen, Stifte auf die Stirn prallen. Ein Urzeitmensch mit Gummifleischkeule klebt mir einen Karnevalsorden aus dem vergangenen Jahr an die Jacke, damit ich nicht mehr so farblos auffalle. Ein anderer drückt mir seine angetrunkene Dose Bier in die Hand, der stinkende Inhalt schwappt über meine Hände, untermalt von breitem Gesang zur allgemeinen, sofortigen, bis zur Aschermittwoch anhaltenden Fröhlichkeit der längsten Theke, der schlimmsten Sauerei oder dem schönsten Mädchen der Stadt. Nach langem Ausharren an der gelben Linie mache ich Kehrt und suche den Weg zurück zum Hotel. Die letzten unförmigen gelben Pokémons schwenken Bierflaschen, prosten sich überschwänglich zu, wobei die Flasche in der Hand des gelben Sacks zerbirst und lediglich der Flaschenhals zurückbleibt. Den gläsernen Flaschenrest schleudert der Gelbe mit voller Wucht gegen ein Straßenschild. Das Glas prallt ab und trifft einen an die Hauswand pinkelnden Leoparden am Hinterkopf. Aus dem Kopf des Leoparden perlt Blut, es kugelt an seinem Haar herunter auf die Leopardenkapuze. Ein Schaf ist auf einem minimalen uringetränkten Grünstreifen im Alkoholrausch bäuchlings eingeschlafen, während das Begleiterschaf seinen süß-sauren Mageninhalt in vollem Strahl gegen einen Baum spuckt. Leise tönt die rheinische Folklore, plump eingedeutscht aus den Chansons der 70er. Die Champs-Élysées wird zur Königsallee und das O davor noch breiter in die Länge gezogen und allseits mitgeträllert. Überlappt vom Song des nächsten Wagens, dessen Lautsprecher noch lauter als die des vorherigen Wagens durch die Straßen schluchten.